Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video, und zwar WM 2018 in Russland und so. Ne? Ich habe mein Trikot diesmal wirklich vergessen anzuziehen, das fällt mir jetzt ein, und ich habe auch jetzt keine Lust, es anzuziehen. Deswegen lasse ich es einfach und wir starten mit den Spielen, die wir heute gesehen oder eben auch nicht gesehen haben. Wo ist denn meine Liste? Da, Brasilien, Südkorea. Das Spiel habe ich. Brasilien, habe ich gerade Brasilien, Südkorea gesagt? Ich habe gerade Brasilien. Schweden, Südkorea. Das Spiel habe ich zum Großteil gesehen. Und Schweden war die bessere Mannschaft über das ganze Spiel, von daher haben sie auch verdient 1-0 gewonnen, aber hat's, also wie gesagt, ich hätte halt Südkorea auch sehr gegönnt, wenn sie da wenigstens das Unentschieden geschafft hätten. Sie hatten auch ein, zwei Chancen, aber wie gesagt, Schweden war schon die bessere Mannschaft und hat dann auch verdient gewonnen, 1-0. Kann man nichts machen, natürlich auch sehr schlecht für Deutschland, Unentschieden wäre für uns besser gewesen, wenn die eben nicht gewonnen hätten. Ich sag mal, Schweden ist wahrscheinlich auch ja, die bessere Mannschaft von Südkorea. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich optimal für uns ausgegangen, aber wir müssen ja sowieso beide Spiele gewinnen, gegen Schweden und gegen Südkorea, deswegen ist es eigentlich egal. Man kann eigentlich nur hoffen, dass wenn wir beide Spiele gewinnen, gegen Südkorea und gegen gegen Schweden, dann müssten wir ja eigentlich sicher mindestens Zweiter sein. Dann haben wir 6 Punkte. Schweden hat 3 Punkte. Wenn sie gegen uns verlieren, kriegen sie keine dazu. Südkorea hat 0 Punkte, gegen Schweden verloren. Wenn Südkorea gegen Mexiko gewinnen sollte, hat Mexiko weiterhin 3 und Südkorea 3. Und wenn wir gegen Südkorea gewinnen, haben wir dann automatisch 6. Und wenn Mexiko gegen Südkorea gewinnt, dann haben die 6. Und Südkorea 0 und Schweden hätte 3 und wir hätten ebenfalls 6. Davon ausgegangen, dass wir gegen Schweden und Südkorea gewinnen. Also ich glaube, sobald wir beide Spiele gewinnen, sind wir sicher weiter, oder? Also vielleicht habe ich da jetzt gerade einen Denkfehler drin, aber ich glaube. Belgien gegen Panama 3-0, das war interessant, weil es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Belgien dann gezeigt hat, okay, wir sind wirklich die deutlich bessere Mannschaft und gewinnen hier mal 3-0. Also der Endstand ist auf jeden Fall höher, als wie das Spiel ablief. Also es war nicht so dominierend. Gerade in der ersten Hälfte hat Panama ganz gut mitgehalten und Belgien hat ja das ein oder andere Mal nicht wirklich gewusst, wie sie durchkommen durch die Abwehr. Deswegen definitiv trotzdem verdienter Sieg von Belgien. Das 3-0 lässt das Spiel aber irgendwie im Nachhinein besser wirken, als es halt war, vor allem in der ersten Hälfte. Tunesien, England 1-2, das war gerade erst vorbei, das Spiel. Und ja, war lange 1-1, sehr, sehr lange 1-1. Weiß man nicht, erst in der Nachspielzeit dann das zweite Tor gefallen ist von England, auf jeden Fall müsste doch hier stehen. Ja, in der 91. krass, der Nachspielzeit. Von daher, natürlich muss man auch hier sagen, es ist ein verdienter Sieg von England. Gerade in der ersten Hälfte waren sie die klar bessere Mannschaft, hatten so viele Chancen, hätten sie eigentlich schon entsprechend hoch zu 0 führen müssen. Aber dann haben sie ziemlich abgebaut in der zweiten Hälfte und Tunesien hat super gut verteidigt. Generell hat Tunesien, denke ich, besser gespielt, als ihnen die meisten zugetraut hätten. Also ich hätte ihnen auch wie immer gegönnt, dass Tunesien hier den Unentschieden holt, aber auch hier ist es dann leider so, dass der verdiente Sieger weiterkommt. Und das war's schon mit den 3 Spielen heute. Dann geht es morgen weiter mit Kolumbien gegen Japan, 14 Uhr, Polen, Senegal, 17 Uhr, Russland, Ägypten, 20 Uhr. Kolumbien, Japan, da hoffe ich, dass Japan gewinnt. Kolumbien sollte eigentlich auf dem Papier die beste Mannschaft sein, aber ich denke gerade gegen Japan, das ist so eine Mannschaft, die kann man immer so schwer einschätzen. Man spielt auch sehr selten gegen die Asiaten, deswegen ist das, denke ich, das kann ein spannendes Spiel sein, ich hoffe es, und ich hoffe, dass Japan das Ding zieht, könnte mir aber auch ein langweiliges Unentschieden vorstellen. Oder Sieg für Kolumbien, das war sehr, sehr weise von mir. Polen gegen Senegal, das sollte eigentlich Polen ziehen, aber ich sehe irgendwie Polen nicht so stark. Lewandowski scheint momentan auch nicht so vorgewählt drauf zu sein. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir hier die nächste Überraschung haben und Senegal gewinnt. Und beim letzten Spiel, da wird es natürlich wieder ultra interessant, weil es ist morgen schon wieder krass, geil. Das ist ja richtig geil. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass morgen Abend ja schon der zweite Tag quasi, der zweite Spieltag losgeht und Russland schon wieder spielt. Das war gegen Ägypten, dieses Mal. Geil, ich freue mich drauf. Ich
Ich bin auch ehrlich, ich weiß echt, ich kann Russland gerade nicht einschätzen. Die haben eigentlich nicht so geil gespielt, aber halt trotzdem 5 Tore geschossen. Und Ägypten ist ja jetzt auch nicht so geil gewesen. Ich weiß nicht, ob das Salah morgen spielt. Ich glaube, da könnte morgen spielen. Ich weiß es nicht. Also eigentlich sollte Ägypten sogar besser sein, wenn das Salah spielt. Ich denke, da reicht schon aus, um die Abwehr von Russland zu zerstören. Aber am Ende wird es dann 3-1 Russland oder so. Also ich bin echt gespannt. Sehen wir morgen in diesem Sinne. Ach, ich habe gerade für eine Sekunde Angst, dass ich nicht aufgezeichnet habe. Krass, 5 Minuten, was ist denn hier los? Sehen wir morgen in diesem Sinne. Wünsche ich euch noch viel Spaß, Daumen nach oben und so. Und ja, ich hoffe, morgen daran zu denken, Video aufzuzeichnen. Da geht es dann im Vorbericht um Portugal, Marokko, oh, bei Saudi-Arabien und Iran, Spanien. Also eigentlich überhaupt gar kein interessantes Spiel. Portugal, Marokko vielleicht. Ja. Und morgen interessiert mich eigentlich jedes Spiel. Kolumbien, Japan, wegen Japan, Polen, Senegal, weil ich nicht richtig weiß, wie gut Polen drauf ist, und Russland, Ägypten, wegen Russland. Jetzt macht's gut, tschüss, tschüss.